Hier beobachten wir die Beugung, die entsteht, wenn ein Laserstrahl auf eine Kante fällt. Die Kante wird hier durch diese Rasierklinge dargestellt. Von links fällt ein Laserstrahl ein. Er wird etwas aufgeweitet durch eine Linse und hinten auf dem Schirm in einer Entfernung von ungefähr 3 Metern wird mit einer zweiten Kamera das Beugungsmuster beobachtet. Ohne Kante, ohne Rasierklinge erscheint der Laserfleck mehr oder weniger rund. Und die Rasierklinge wird jetzt in den Laserstrahl hineingeschoben. Und wir beobachten, dass sich ein Streifenmuster ausbildet, hier auf der rechten Seite. Die Intensität ist also in dem Bereich moduliert, in dem nach der geometrischen Optik kein Schatten auftreten sollte. Das Gleiche passiert natürlich auch, wenn die Rasierklinge von der anderen Seite in den Laserstrahl geschoben wird. Wenn beide Rasierklingen gegeneinander geschoben werden, bildet sich nur ein schmaler Spalt aus und demzufolge tritt diese Modulation der Intensität auf beiden Seiten auf. Beschrieben wird das durch die Beugung am Spalt und wir beobachten, dass das Beugungsmuster umso größer wird, je enger der Spalt ist. Wie genau die Beugung beschrieben werden kann, klären wir in den Kapiteln zur Beugung am Spalt und an der Kante.